unten hat. Dann schauen wir doch mal, wie das wird. Sollte nicht mehr weit sein eigentlich. Also mir kam das gestern schon so vor, als wäre das der Endspurt. Wenn wir damit sehr zeitnah fertig werden, dann steigen wir dann gerade auf Retro um. Guck ich mal, hab bestimmt noch was Gutes für ein NES, was man spielen kann. Dann schauen wir mal, wie das heute endet, wenn es endet. Aber es müsste enden, also es kann wirklich nicht mehr weit sein. Wir sind ja in dem Tempel, das ewige Leben soll ja irgendwo da drinnen sein. Ich habe nur festgestellt, ich muss das Game ein bisschen leiser machen. Ich habe eben mal in die VODs reingeguckt, das ist doch sehr, sehr laut, das Game. Halt immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. So, das sollte, so soll es besser sein. Also das Game ist auf jeden Fall teilweise lauter als ich, wenn die Action kommt. Das ist so ähnlich wie bei manchen Filmen. Da versteht man nicht, was sie sagen. Und wenn dann die Action losgeht, dann fliegt einem der Sound um die Ohren. So, schauen wir doch mal. So. Genau, das war das mit den Katapulten und hier geht's hoch. Na, sie kann sich da nicht fest. Ach, da hinten geht's lang. Wo geht's dann von da aus weiter? Geht's denn da oben hoch? Durch das Tor sind wir ja noch gegangen. Ich glaube, mich zumindest erinnern zu können, dass das so war. Okay, da hinten geht's hoch. Interessant. Uiuiui, die schießen ja immer noch auf mich. Eigentlich gedacht, ich hätte alles bei denen platt gemacht, aber scheinbar nicht. Da geht's hoch. Na komm, halt dich fest. Na Lara. Genau da dran festhalten. Hochziehen tut sie sich jetzt gerade nicht. Na, da geht's hoch. Okay. Manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wo es da dann weitergeht. Okay, da hinten können wir uns festhalten. Da oben müssen wir uns langhangeln. Hui. Okay. Einmal umrum bitte. Und hopp. Uff. Jo, die zielen aber teilweise echt gut, die Jungs. Wieder bremst vor mir. Eieiei, die Sprünge jedes Mal, die sie da absolvieren muss. Klettern. Und hoch da. So. Ja, das habe ich schon. Pfeil klettern. Da hinten hoch und dann von da aus sieht man wieder nichts. Weil hier können sie nicht reinschießen. Irgendwie muss es ja darüber gehen. Ah ja, da. So. Mal sehen, wo es hier noch lang geht. Hi Katalea, grüß dich. Na, alles gut bei dir. Oh, da hinten noch ein bisschen schwingen. Oh ja. Uff.
So. Uff, okay. Ja, das freut mich. Na, ich bin ein bisschen müde. Ich habe heute ganz schön Haushalt gehabt. Muss halt auch mal sein zwischendrin. Küche und Bad sauber gemacht. Ist da, ja, da oben geht's lang. Da können wir uns festhalten. Deswegen bin ich nicht ganz so energiegeladen mehr heute. Aber das sollte klappen für den Rest. Hier kriegen wir das auf jeden Fall noch hin. Ich will das Game heute eigentlich enden. Das sollte jetzt mal langsam fertig sein. Weil wir sind ja jetzt schon in dem Tempel und die Quelle des ewigen Lebens. Das sollte ja jetzt hier irgendwo mal sein. Okay, da ist ein Lagerfeuer. Das nehmen wir aber zuerst mit. Was ist mit dem Inventar? Munition herstellen ist gar nicht mal doof. Wir können keine Standardmunition herstellen. Was haben die hier noch? Ach ja. Ach, wir haben da noch ein Munitionstäschchen für die Dings. Das nehmen wir auch noch. Für die Schrotflinte. So. Hier sind auch überall Upgrades verfügbar, aber ich glaube, wir haben nichts. Okay, nehmen wir die Munitionskapazität noch mit. Was haben wir hier? Bisschen mehr Damage von mir aus. So. Jetzt haben wir nichts mehr. Ist alles aufgebraucht. So. Ja, dass man sich da drüben dranhängen kann, habe ich gesehen. Aber wir müssen uns dann wahrscheinlich diese Säule da hochhangeln. Boah, die Kameraansicht ist geil. Ja, nein, 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 ist gut gesagt, ey. Ich weiß nicht, ob dir das dein Kieferorthopäde gesagt hat, aber es gibt so, so Wachs da dafür. Das macht man so ein bisschen auf die Brackets drauf, weil ich kenne das Problem. Das sind so, so ganz durchsichtige... Ach, das Wachs ist alle, ja gut, das ist dann kacke, dann ist schlecht. Weil normalerweise macht man halt so Wachs drauf. Und so hart es klingt, mit der Zeit gewöhnt sich die Lippe da auch dran. Aber ich kenne das Problem, hab lange selber eine Zahnspange gehabt, 10 Jahre lang. Okay. Hier wird's jetzt auf einmal hart oder was? Halt dich fest, Lara. Yo! Boah, toll, da oben steht einer mit einer MP. Beziehungsweise mit einer Kalaschnikow, ich muss an dem vorbei. Ah gut, sie haben ihn gerade von hinten gekillt. Kann ich jetzt hier hochklettern? Ja, das kenne ich. Ist halt eine unangenehme Sache. Oh, kletter da hoch, bevor es abbricht. Lara! What? Okay. Hi Tinny, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Ja, das Wachs hält ja auch eine Weile. Na, die Stelle hier ist gar nicht so ohne. Ach, ich muss weiter nach links klettern. Das ist das Problem. Ich wollte nach oben klettern, aber ich muss nach links klettern. Ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass man hier weiter kann. Boah, yo, ey. Die meint es aber auch richtig ernst. Dass Lara sich da überhaupt so gut konzentrieren kann. Was jetzt? Echt jetzt? Ich muss mich da oben dranhangeln. Ich finde den geil. Also ich muss echt sagen, das Game ist verdammt gut gemacht. Die neuen Tomb Raider, die gefallen mir allesamt gut. Also der erste Teil war geil und der Teil hier ist auch ziemlich geil gemacht. Was los? Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Auch diese Action-Szenen sind alle sehr geil gemacht.
Was man halt merkt, das Game ist eigentlich dafür konzipiert, mit dem Controller gespielt zu werden. Deswegen schießen die Jungs auch nicht so gut. Also die zielen nicht so klasse. Ja, ich finde auch, also Lara haben sie gut gemacht. Die sieht halt nicht so dumm überproportioniert aus wie in den alten Teilen. Die sieht halt wie eine normale Frau aus einfach. Ich sehe dich, Lara. Von Körperproportionen her. Danke, Sophia. Ich kann wirklich Im Übrigen, das Game ist ja, wie alle modernen Games, ist das ja mit Motion Capturing gemacht. Und die Frau, die Lara ihre Bewegungen vorgemacht hat, die ist tatsächlich in Grey's Anatomy drin, die Schauspielerin. Na, das wackelt hier aber ganz schön, hey. Kurz heilen. So. Also auf dem Discord, auf meinem Discord hatte ich mal die geteilt, welche Schauspielerin das genau ist. Ja, wer will seine Rübe zuerst verlieren? Du. Nee. Das kann doch. Oh, das gibt's doch gar nicht. Nerven oder was? Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Dude mit dem Schild. Ich hasse die. Na! Wie hasse ich die Jungs? Die sind so nervig. Auf an ihm vorbei. Aua, oh. An dir muss ich jetzt vorbei rambonen. Das geht nicht anders. Den nochmal weggeheddert. So, ist der Dude. Boah, du nervst, ey, ohne Mist. Boah, die hasse ich, die mit dem Schild sind assi. Ja, die Retro-Teile, die mag ich halt nicht so gerne. Die spielen sich so weird. Ich mag das nicht so gerne. Also ich konnte auch früher nie, ich bin auch früher mit den PlayStation-Teilen nie warm geworden. Ich habe auch diese Faszination dafür nicht so richtig verstehen können, bis heute nicht. Das ist halt nicht so mein Teil. Also gar nicht so. Der erste und zweite Teil, den werden wir uns am Mittwoch auch angucken, aber die werde ich nicht durchspielen, weil das sind eindeutig, das ist nicht mein Game. Wer ist schutzlos? Yo, richtig Krieg ist hier am Start. Yo. Oh, aber die gehen jetzt nicht auf mich los. Nee. Na, die schon. Ja, die tänzeln manchmal so, wenn die getroffen werden. Das ist echt schwierig, die dann noch den zweiten Hit zu setzen. Ja, plünder das doch, Lara. Da ist Munition drin. Im Moment brauchen wir echt alles, was wir kriegen können. Die brauchen viel zu viel Treffer, diese komischen Ritter. Wenn die hier nochmal auftauchen. Und werden die sehr wahrscheinlich. Boah, der und seinen Helm. Boah, diese Kackbomben. Boah, noch eine. Zwei Jungs. Ihr seid so viele, ich bin alleine. Mich stürmen wäre überhaupt gar kein Thema. Stattdessen werft ihr Bomben nach mir. Ja, toll, der hat den gerade gedeckt. Na, komm raus. Geht doch. Jo, ich habe keine Munition mehr. Für die Knarre macht nichts, aber wir haben Schrotflip-Munition eingesammelt. Shit. Genau. Die Camilla Langpinken ist das. Und die hat auch bei Grey's Anatomy spielt die mit. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Genau, gut gemacht. Ach, da sind noch Explosivpfeile, aber ich hatte noch welche. Den habe ich relativ selten geschossen. Eben gerade.
den kann man gar nicht auseinandernehmen. Hier den da aber. Die haben voll wenig Munition dabei. Die komischen Ritter da, die haben voll die Munition dabei, obwohl die gar nicht schießen. Und die Jungs, die die Knarren haben, die haben so gut wie nix. Okay, jetzt wieder Action. Ich glaube auch, das bricht hier jetzt gleich ein. Ah, okay. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich kurz vor Ende. Oh, noch irgendwas Gutes. Das ist kacke. Oh, ich will diese... du hast mehr HP-Dinger, die will ich nicht. Dann nehmen wir halt das. Ja, den Butler, ja, der im, in der Croft Manor. Ja. Und mit dem haben viele gespielt. Haben den eingesperrt oder sonst was mit dem armen Butler gemacht. So, nix wie hoch da. Ach, ich muss nochmal springen. Okay. Ah, okay, hier wird jetzt wahrscheinlich der Final Fight sein. Ja, komm mal da runter. Habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seelen. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Ich glaube, ich muss an den dran springen. Ja, ich muss da ranspringen. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Ach du Kacke, okay. Hoffentlich hast du recht. Das wird witzig. Wir sind bereit. Jetzt, Sophia. Und los geht's. Was? Ach, das kriegen wir schon. So hart kann der nicht sein. Ich will dich tot sehen. Das kriegen wir auch schon hin. Okay, was haben die jetzt hier wie vor? Okay, die wollen hier hoch. Na Jungs, ich spick euch hier. Au, 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 au. Oh, da steht ja einer direkt hinter mir. Da kommen ja noch mehr. Boah. Okay, das war hart. Okay, Jungs, ihr wollt die grobe Kelle, ihr kriegt die grobe Kelle. So, was willst du, hä? Die schäle ich aus deinem Anzug raus hier, da glaubst du aber an nix. Hi, Crycox, grüß dich. Ja, das hier ist ein bisschen anders, das Game. Hi Phoenix, grüß dich. Ja, freut mich, dass ihr alle da seid zum Showdown. Das hier sieht aus. Oh. Ja, du kannst gar nichts, außer drauf gehen. Gar nicht so rumzumachen. Ja, wo ist der Rest von euch? Von wo wollt ihr mich wieder ganken kommen? Okay, der haut einfach ab. Auch ein Ding, nur auch so machen. So, jetzt gibt erstmal Money hier und alles. Okay, da hinten rennt noch einer rum. Und noch so ein Nervsack, so ein Schütze. Aua, aua, aua. Boah, die mit dem Schwert, die hasse ich aber auch, dass hier auch so einen auf einen zugerannt kommt. So, wo ist der andere da oben? Ja. Ich wollte gerade den einen Typ noch wegschießen. So, und was jetzt? Ich bin noch nicht fertig. Yo. Au, 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 au. Noch Sprengpfeile. Was ist das eigentlich überhaupt für ein Feigling? Also geht doch. Komm mal aus dem Ding raus hier. Sei mal ein Kerl und nicht so hier
Feigling-Shit da. Alter. Die sind aber auch hart unterwegs, die Jungs. Ja, doppelläufige Schrotflinte. Das nächste Nähe richtig gefährlich. Wer schießt da? Von wo? Von wo? Von wo hat er eben geschossen? Ja, mit Schrotflinten muss man auch zielen. Sag mal, von wo schießt denn der? Oh, yo. Sag mal, wo ist denn der? Ja, oh. Ja, oh, hier, die wollen es aber auch echt wissen gerade. Warte mal, die Schrotflinten-Muni, von der braucht schon ein bisschen was. Du warst das die ganze Zeit, der mir hier auf den Keks geht. Oh. Hä, von wo? Hä, wo kommt der denn jetzt her? Ich hab doch eben in die Richtung geguckt. Wo kommen die denn immer auf einmal her? Alter, sind das viele. Okay, hoffe ich ja nicht, dass das so ist, weil den Teil wollte ich eigentlich auch noch spielen. Bringen wir's zu Ende. Ja, aber beeilt euch mal ein bisschen. Der schießt halt schon mit großem Kaliber auf mich. Ja, keine Ahnung, das war eben voll weird, wo der auf einmal herkam. Ja, alles Cheater hier. Feige Cheater. Man kann nicht die Lampe ausschießen. Okay, wir sind bereit. Auf dein Signal. Feuer! Ihr habt's gehört. Feuer! Boah, ich hoffe, der hat's jetzt hinter sich. Der geht mir auf den Keks, dieser Hubschrauber. Na also. Okay, jetzt fallen wir auch noch runter. Oh nein, da unten sind auch lauter Dudes. Die sehen nicht freundlich aus. Ja, bück dich mal lieber und stell dich nicht gerade hin. Die sehen dich doch dann. Okay. Mal geheilt bin ich. So, der gibt keinen Mucks mehr von sich. Was? Lass mal die Pumpe nachladen. Kuckuck. Boah. Dem krümelt's die komplette Rüstung weg und er schafft es trotzdem noch Anlauf zu nehmen, auf mich loszurennen. Hammerhart. So ein Kackschütze, komm mal her. Hä? Ja. Da sind ja noch mehr von denen. Was wollt ihr denn von mir? Ihr seid mir sowas von Wumpe. Es gibt einen Schuss mit der Pumpe. So. Nachladen und... Oh, da sind ja zwei von denen. Oh nein, die Pumpe nachladen. Lara, warum machst du das immer erst jetzt? Ach, ich habe keinen Schuss mehr dafür. Opala, sag das doch. Muss ich mit der Brandmunition schießen. Boah, was die aushalten, die Jungs. Immer wieder krass. Yo, ey. Also die Shotgun, ich habe ja jetzt die andere. Ich habe ja jetzt die Kippflinte. Also die taugt. Die ist krass. Die hat zwar nur zwei Schuss im Magazin halt, ganz klar, weil es halt eine Flinte ist, aber die hat Druck. Die taugt was. Und die davor ist ein bisschen kacke, die erste, die man bekommt. Die hat viel zu wenig Damage, hat die für eine Flinte. Und die hat, ich glaube, die hat 3 oder 4 Schuss. Aber das ist halt kein Vergleich zu dem Ding. The fuck? Jetzt nur sie und ich, Lara. Was? Und ich habe keine Waffen mehr. Der hat mir alle Waffen weggenommen. Keine Helfer.
richtiger feiger Sack, ey. Erst greift er mich mit dem Hubschrauber an. Und jetzt nimmt er mir alle Waffen weg und... Ich muss den Kackhaken... Au, 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 au. Oh. Ja, du bist ein richtiges Weichei, bist du. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben sehen? Eine Aufwunde. Das hast du doch selber gesehen, dass ich den hab sterben sehen. Ah. So, hier mein Freund, jetzt gibt's Ärger. Dass er die Waffe überhaupt noch halten kann, nachdem die dem den Kletterhaken in die Schulter gerammt hat. Normalerweise wäre da gar nichts mehr. Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Glauben Sie, ich sehe Sie nicht? Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlich, war ich da. Ich kannte ihn. Mach dich kalt, Kollege. Jetzt komm, jetzt hack dem doch mal richtig ein paar rein. Ach, shit. Oh, man musste den anderen Knopf drücken. Nice. Okay, gut, das ist ein bisschen doof gemacht eben. Ach, erst sagen sie kontern. Hi, Bombo, grüß dich. Erst heißt's kontern und dann kommt ein Angriff. Hä? Welchen Knopf soll ich denn jetzt drücken? Angreifen oder was? Das ist das einzige Ding, was ich ein bisschen undurchsichtig finde. Warum zeigen die nicht einfach ein E oder ein F an? Ja, erst habe ich F gedrückt und es hat nicht geklappt. Das war halt das Komische da dran. Ah, jetzt. Okay. Ja, das mit dem E oder F drücken, das war schon ein bisschen doof gemacht. Weil vorhin habe ich F gedrückt und es hat nicht geklappt. Und jetzt, geht's auf einmal. Ist der jetzt bald mal tot? Ansonsten drücken noch einen Pfeil ins Gesicht. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt. Er hat schon unfair gekämpft. Hubschrauber. Nimmt mir die Waffen weg, ihre alle. Schwester hat ihnen das eingeredet. Ja, komm, leg dich hin. Schlaf gut. Das alles. Ja, das könnte auch sein, Crycox, ja, der ich ein bisschen früh gedrückt hat. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet! Nein, sie lügen! Los jetzt, tun sie es! Okay, ich kann den jetzt töten oder nicht? Was sagt ihr? Sollen wir dem eine Kugel verpassen oder soll man leben lassen? Ja, vom Bombo habe ich nichts anderes erwartet. Der ist blutrünstig. Ich ja eigentlich auch. Töten. Okay. Ja, dann verpassen wir dem einen schönen Pfeil zwischen so die Augen. Erbärmlich. So. Ah, ich hab ihn weggehauen. Ist halt schon ein Arschloch gewesen. So. Der wäre vielleicht eh krepiert, aber egal. So hat Lara ihre Genugtuung. Der hat schließlich ihren Vater gekillt. Ach nee, ihr Vater hat sich ja selber gekillt. So. Was geht hier jetzt ab? Du hättest einen Löffel nehmen sollen, deine genau. Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Komm, zieh die Knarre, Kopfschuss, dann hält dir die ich Klappe. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Hi, Ida, grüß Millionen, dich. Die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Na, alles wir gut bei dir. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Der Preis ist zu hoch, wir sollen ja nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja das auch könnte sein, reden. Ja. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich.
Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Okay, wer kommt da gerannt? Ach, wir sind umstellt! Wer kommt? Ach so. Jacob, Achtung! Ja, der ist unsterblich. Das ist der Prophet. Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt. Oh, ich liebe diese Handfeuerwaffe. Alles, was ich getan habe, die ist zwar übertrieben groß, aber geil. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ja. Ich bin bereit dazu. Und sie hat halt einen Colt, so wie es aussieht. Ja, Aber ich nicht. Klasse, auf die schießt du, oder was? Ich brauch zwei Schrotflintenschüsse, um die zu legen. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Ja, ja, die Haare sitzen immer bombenfest. Anna, nein! Okay, sie gibt ihre Seele für das ewige Leben. Das ist der Quell des ewigen Lebens. Sieht aus wie was Außerirdisches. Ein Stück Meteorit oder sowas. Oh, ist doch nur Glas. Ach, die Quelle nimmt jetzt allen das Leben, weil die Seelen entweichen. Und die schon längst hätten tot sein müssen. Jacob, ja. Halten Sie durch. An dem gibt's nichts mehr durchzuhalten. Durchhalten. Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Ah, jetzt wird's nochmal richtig theatralisch. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Yo, der wird aber... Ich wollte gerade sagen, der wird aber schnell weiß im Gesicht. Aber macht nichts. Jetzt kann Lara ihn besser transportieren. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche... Staubsauger, und dann kann sie ihn gerade mitnehmen. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Ah, das nächste Mal dann in Mexiko oder was, der dritte Teil. Sieht wohl so aus. Ja. Dann sind wir durch. Das ging doch wesentlich schneller, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, das geht noch so eine Stunde. Wir setzen noch was dazwischen. Und zwar, bevor ich Shadow of the Tomb Raider spiele, gibt es erstmal Dying Light dann. Da gucken wir uns das dann mal an. Allerdings kommt das hier, also mache ich das jetzt nicht im Anschluss. Wir spielen jetzt gleich noch ein bisschen Retro. Und entweder fange ich morgen damit an oder am Dienstag. Ja, genau, da sind die Inka müssten da sein. Weil ich muss auch immer überlegen, die Inka sind, glaube ich, im Süden und die Azteken sind im Norden.
Oder es war umgedreht. Aber wir haben auf jeden Fall Dying Light. Zu Dying Light muss ich allerdings noch dazu sagen, das werdet ihr dann merken, am Anfang des Streams werde ich das sagen, weil tatsächlich Dying Light steht in Deutschland auf dem Index, auf der Liste A. Das heißt, man darf keine Werbung dafür machen. Ich muss dann halt explizit sagen, dass es hier ganz normaler Gaming-Content ist, so wie der Rest auch, und es nicht darum geht, das Game zu promoten. Ist halt leider so ein Ding hier. Weil das tatsächlich ein Titel, den man auch auf Steam nicht einfach so kaufen kann. Ja, nice. Dann sind wir hier durch. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Game, muss ich sagen. Mir hat das sehr gut gefallen. Auch, dass man hier so viel Sachen, Sachen sammeln kann. Diese Gräber, die sind saugeil gemacht. Und die Denkaufgaben sind cool. Sind nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Die Knarre, so überproportioniert. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Okay, das hat wie ein Sniper. Ja, das hat wie ein Sniper angehört. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht. Okay, interessant. Interessant. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall auch noch geben. Also Shadow of the Tomb Raider werden wir auch spielen. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Ja, 72% bis zum Ende und wir haben nicht irgendwie jetzt groß gesucht oder sonst irgendwas. Wir sind einfach nur durchs Game durchgestapft. Ja, dann haben wir das hier auf jeden Fall beendet. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Also Shadow of the Tomb Raider gibt es hier auch noch zu sehen. Das werde ich auf jeden Fall auch spielen, weil das die Reboots, die sind sehr, sehr gut gemacht. Die orientieren sich halt an den Filmen ein bisschen, aber nicht an denen mit Angelina Jolie, sondern an der neuen Schauspielerin. So, dann werde ich jetzt gleich mal... Ach, jetzt muss ich noch warten, bis Epic diesen Cloud-Service da geupdatet hat. Ich hasse das. Das dauert so lange bei dem Ding, leider. Ja, werden wir sehen, Crycox. Ich lasse mich da komplett überraschen. Werden wir sehen, was da kommt. Ist auf jeden Fall reingucken tun wir so oder so. Weil ich will das auf jeden Fall sehen, was da Masse ist. Die zwei haben mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv, war ich davon jetzt überrascht, dass diese Reboots so gut sind. So, gucke ich mal gerade. Boah, mein Rechner muss ich mal kurz einkriegen. Das ist halt, wenn der so viel RAM aufgeschaufelt hat für irgendein Game, danach braucht er erstmal ein paar Sekunden. So, switchen wir mal kurz die Szene gleich. Na komm. So, was werfe ich denn Gutes ein? Ist nicht ganz so heftiges. Ja, Crycox, immer gerne. Wie gesagt, ich spiele das ja für euch. Auch für mich. Klar, weil ich kenne die Games nicht. Also das ist wirklich, ich spiele die, das war das erste Mal, dass ich das Game gezockt habe. Was haben wir denn Gutes für ein NES? Ja, der war auch geil, ja. Der war auch geil. Mir gefallen sie halt beide gut. Die sind beide gut gemacht. Man hat halt gemerkt, in dem nächsten Teil haben sie sich ein paar Sachen zur Brust genommen, die halt, so in dem Game davor. Im ersten Teil hat man zum Beispiel nur ein Set Waffen. Da kann man nicht wechseln. Da gibt es nur die eine Schrotflinte, das eine Gewehr, die eine Pistole, den einen Bogen. Das ist nicht schlecht, aber es ist geil, dass sie im nächsten Teil halt ein bisschen aufgezogen haben, dass man halt die wechseln, dass man sich ein Modell aussuchen kann. Fand ich zumindest gut. So, mal gucken, was ich hier reinwerfe. Ich wollte irgendwas reinwerfen, wo ich auch ein bisschen weiter noch gut lesen kann. Ah, das ist nicht so dolle.
Aber weil NES Games vom College ein paar bekommen, ein paar sehr viele. Ein paar kenne ich auch überhaupt gar nicht, ein paar von den Games. Ach ja, warum eigentlich nicht? So, Moment, ich switch auch mal die Szene. So, da sind wir auch schon wieder. Ein paar werden das... das war klar, dass der Phoenix das sofort wieder raushört. Das war vollkommen klar. Jetzt spoilert er hier so hart. Nee, Spaß. Also, ja, wir spielen ein bisschen Kirby. Kirby's Adventure für ein NES. So, einmal Kategorie noch wechseln. Na. Also manchmal... Warum hat Firefox jetzt einen neuen Tab geöffnet? Das war auch komisch. So. Game-Aufzeichnung. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt gerade nicht? Und warum ist es nicht richtig eingeteilt? Okay. Ich entschuldige die schwarzen Rahmen oben und unten. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt drin sind. Ich muss mal gucken, ob sich das rausschalten lässt. Ist das besser? Das ändert gar nichts. Super. Super, super, super. Ach, das hatte ich beim letzten Mal schon mal. Dann lassen wir halt oben und unten schwarzen Rand. Das Game ist zu laut, ich merke es gerade. Holy shit, ist das zu laut. Und ich habe schon voll weit runtergedreht, aber die alten Games, die sind immer so krass laut. So, das passt doch. Das Gamepad in die Hand nehmen. So. Dann gehen wir mal ein bisschen mit dem Kirby in Action. Das Bild ist ein bisschen zu weit oben, oder? Ja, so passt. Ich hatte eigentlich das Overlay dafür eingerichtet, aber ich muss das wohl nochmal ändern. Ja, das Game ist schon sehr, sehr alt. Aber es ist ein gutes Game. Guck mal, wenn ich jetzt... Das ist ein Vollbildmodus, aber dann ist das gestreckt. Das ist kacke, das will ich nicht. Ja gut, dann lassen wir es so. Ah ja, klappt schon. Ich habe zwar ein relativ kleines Bild hier, mit dem ich spiele, aber das ist okay. Yeah, der Beam. Ach, das ist ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass das anders als in Kirby's Fun Pack ist. Weil in Kirby's Fun Pack kann man mit den, da haben die Fähigkeiten verschiedene aktiv, also da kann man die auf verschiedene Arten und Weisen aktivieren und dann machen die unterschiedliche Sachen. Nee, bin aber auch gerade schlecht, was mache ich denn? So. Ach, das geht's doch nicht. Es reagiert später, als ich denke. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Na komm. Jetzt bin ich aber auch schlecht hier. Was mache ich denn? Wenn er rennt, braucht er einen ganz kurzen Moment, um die Fähigkeit zu aktivieren. Ah gut. Da sind wir wieder voll. Da gibt das mal. Auch wenn ich das andere Feuer lieber habe, mit dem sich Kirby selbst in Feuerball verwandelt. Und, ah. Ja, bis auf die dritte Stufe schaffe ich es meistens, aber bis ganz nach oben ist so ein Ding. So, klack. Was war denn das hier für ein Bonus-Level nochmal? Grain Fever, ach, okay. Will den dicken.
Olin! Oh, den haben wir recht gut erwischt. Das sollte klappen. Ja, das klappt. Man muss da nur sehr, sehr genau sein. Ich glaube, das war diesmal nicht so gut, oder? Ah doch, das war auch gut. Ja, die zwei fetten Kirbys, ey. Das weiß ich gar nicht mehr, ob das Ding hier Remakes bekommen hat. Ich meine, es kommt ja jetzt auch demnächst ein neuer Kirby-Teil für die Switch raus. Mal gucken, wie das ist. Also ich werde es nicht spielen können, ich habe keine Switch. Und bei mir gibt es auch keine Konsolen mehr, ich kaufe keine mehr. Sehe ich nicht ein. So. Yay. Ach, Poppy Brothers. Geh kaputt. Ist in Ruhe. Was soll das denn? Musstest du jetzt in mich reinspringen, Blödmann? So, stirb. Bomben. Ach nee, das ist Crash. Hier gibt's noch gar keine Bomben werfen. Hier gibt's nur, wo Kirby, also als Kirby nochmal ausrastet. Ach, den GBA Remake, ja. Ach so, okay. Die Fähigkeit ist an für sich besser. Die sorgen leider für ganz schön Lags. Ach, da unten ist noch eine Megatomate. Ja gut, ist klar, beim Game Boy Advance, der ist halt auch das 16-Bit dann. Da ist logisch. Kann wieder mehr Farben anzeigen. Der NES kann, glaube ich, auch nur... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. 8-Bit-Konsole. Ist aber trotzdem immer die Frage, wie viel Farben der anzeigen kann. Ich glaube, es sind irgendwie... Und bei dem nur 16 oder sowas. Von den 65.000, die er insgesamt hat. Ach nee, 8, da ist es weniger. 256 Farben maximal und davon kann er, glaube ich, 16 oder so gleichzeitig anzeigen. Irgendwie so war das. Meiner wäre schon runtergefallen. Eben wollte Kirby nicht so springen. Das war früher bei vielen Games so, Crycox. Bei den NES- und Gameboy-Spielen ist oft ein Highscore dabei gewesen. Das hat keine höhere Bewandtnis, außer dass du, ich glaube, du kriegst irgendwie ab so und so viel, kriegst du ein Leben. Aber die alten Games, die hatten fast alle, haben die einen Highscore gehabt, der aber nicht mit der Cartridge abgespeichert worden ist. Hier wahrscheinlich schon, weil hier sind Safe States dabei, aber bei vielen Games, wie zum Beispiel Tetris, da ist auch ein Highscore, aber der speichert es nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Ist in Castlevania, boah, ich weiß gar nicht mehr, ob in Castlevania jetzt ein Dings dabei ist, ein Highscore-System, aber abspeichern tut das nicht, weil da sind keine Speicherstände dabei. Der muss das ja irgendwie abspeichern. Das kann er nur, wenn Speicherstände und sowas dabei sind. Und hier sind ja 3 Speicherstände dabei. Könnte daher sein, dass das abspeichert. Yay, jetzt haben wir es gepackt vom Timing her. Ah, die UFO-Fähigkeit, die ist geil. Die gibt es aber ganz selten nur. Weil die auch viel zu heftig ist. So, sind wir hier oben? War das dieses Memory-Ding? Ne, Museum. Da können wir uns eine Fähigkeit aussuchen. Das ist auch ziemlich cool. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, in manchen Castlevania ist tatsächlich ein Highscore drin.
Was denn du vor? Ich schneide dich in ganz kleine feine Scheibchen. Komisches Walross. Das Schwert ist halt übertrieben geil. Das ist auch in dem Game, ist das die einzige Fähigkeit, ach, die beim Rennen tatsächlich einen zweiten Effekt hat. Ach, Mist. Piu. Ja, beim Super Nintendo ist drin, bei Super Castlevania und bei dem Bloodlines. Das bei Bloodlines liegt aber auch daran, weil das ist ein Arcade-Original eigentlich. Also da gibt's ein Arcade-Game davon. Spiel, also vom Spielautomaten. Ja, Rambo. Lass mich durch. Den will ich haben. Schwert ist schon cool. Ja, das ist normal gewesen früher. Das ist sehr normal gewesen, dass die Games Frame Drops haben. Haben viele Games. Der Wispywood, der ist einfach nur ein Wimp. Das Wimpwood ist das. Hack ich einfach auseinander. So. Ja, das Rondo of Blood, ja, das kann sein. Also die PC-Version habe ich noch nie gesehen, aber es gab so ein paar Games früher, die einen PC-Port gekriegt haben. Ja, das ist aber auch schon im ersten Teil so. Im ersten Teil von Gargoyle's Quest auf dem Game Boy ist das auch so. Es gibt Gargoyle's Quest 2 auch für ein Game Boy gibt es das auch. Es gibt den ersten wie den zweiten Teil. Der zweite Teil ist aber ein inoffizieller Release, weil der ist nie rausgekommen. Aber irgendwie vor ein paar Jahren ist mal ein Nintendo-Archiv irgendwie gehackt worden und da war das Game drin und dann ist das auch plötzlich im Internet aufgetaucht. Dann haben sich Leute hingesetzt und den japanischen Text dann ins Englische übersetzt und haben das dann ins Internet released. Ach shit, ich vergesse manchmal, wenn ich springe. Und dann kommt das hier, da habe ich keine Reichweite, wenn er den Salto macht. Ja. Ja, du hast aber auch Soundflicker, hast du auch zwischendrin, wo der Sound mal aussetzt. Wo die Musik dann mal kurz unterbricht, solange wie du ein Item nimmst. Oh oh. Ah shit. Boah, das wäre knapp geworden. Das tut viel zu weh, wenn das Ding explodiert. Ich muss es auch bald benutzen. Oder? Ja, die Zeit läuft ab. Aber oben. Das hat ihm nichts gemacht. Okay, interessant. Guck mal her. Ja, der Wirbelsturm ist lustig. Oh, mal wieder auf dem ersten. Klack. So, Welt 2. Ice Cream Island. Ja, der klatscht immer so komisch aufs Gesicht, ja. Ach ja, die Mucke ist auch gut. Ja, Kirby, der kleine Hubba-Bubba-Kaugummi.
Die zumindest sieht ja so ein bisschen aus wie so ein rosa Kaugummi. Im Internet gibt es auch so nette Fantheorien, da haben sie mal auseinandergenommen, wenn Kirby ein echtes Lebewesen wäre, was der dann wäre. Da sind sie sich dann einig gewesen, dass Kirby kann nur eine Amöbe sein. Nur Amöben können das, was Kirby kann. Also sowohl Fähigkeiten übernehmen, als auch sich Gliedmaßen wachsen oder wieder, also wachsen und aufnehmen zu können. Weil der lässt sich ja Hände wachsen teilweise. Na. So, gib mir das Rädchen mal. Das Rädchen ist cool. Njam. Yeah. So, weiter geht's. Wum, wum. Das nehme ich mit da oben. Du kriegst mich jetzt nicht. Boah. Wenn man bremst, dann kann man wieder getroffen werden. Also, wer bremst, verliert. So. Ach, das war nur zweiter. Ah, das passt schon. Ach, da ist wieder das... Das brauche ich aber jetzt nicht, das Crane-Game. Eh genug Leben. Der Schirm, der wird auch immer unterschätzt. Der ist viel zu stark. Der ist auch gegen manche Bosse ist der sehr heftig. Und hat genauso viel Reichweite wie das Schwert. Ah gut, da kommen wir so nicht lang. Geht tausch nur damit. Und mal das Schwert. Boah, ich komme da so auch nicht dran. Doch. Gerade sagen, irgendwie geht es doch. Boah, das UFO. Boah, beinahe wäre ich zu lahm gewesen. Das ist so geil, das UFO. Juhu. Ach shit, jetzt bin ich da aus Versehen wieder rein. UFO ist so genial. Schön rein UFO hier. UFO! Ah, da hinten war auch noch was. Ach, stimmt, mit dem Ding kommt man ja gar nicht da noch mehr nach unten, oder? Oh, das geht mit dem Kirby auch nicht. Okay, das ist anders als in den anderen Teilen. Ich wusste gar nicht mehr, dass er da nicht mehr runter kann. Wie die Sterne in den Wänden, wie meinst du das? Manchmal zielen die echt gut. Ach, shit. Eine Beta Knight, genau. Crycox, welche Sterne meintest du? Ach so, nee. Oh, das UFO ist weg. Die einzige Fähigkeit, die man nur so lange hat. Ach, Laser ist auch okay. Kann ich auch mit umgehen. Laser ist auch schön.
Wow. I'm firing my laser. Wow, beinahe. Oh, die springen ja. Interessant. Ja, Plasma gibt's auch nur in Funpack. Das gibt's sonst nirgendwo. Das haben die danach nie wieder eingebaut. Aber ich gehe auch davon aus, weil viele nicht verstanden haben, wie die Fähigkeit genau funktioniert in Kirby's Funpack. Wenn manche werden das ausprobiert haben, werden sich gefragt haben, was soll denn das für eine Fähigkeit sein? Mit der kann man ja gar nichts machen. Aber die ist voll OP, die Fähigkeit, wenn man weiß, wie es geht. Kirby's Funpack bzw. Superstar kann ich nur empfehlen. Das ist auch sehr gut gemacht. Was für ein Super Nintendo ist das? Ist auch bei der Switch, bei den Super Nintendo Games im Nintendo Club oder wie das heißt, da ist das auch drin. Ich weiß gar nicht mehr, was kriegt man denn von ihm? Ach, das ist Mike. Okay. Ja. Ja, das mit dem Plasma, das war wirklich weird, bis man da rausgefunden hat, wie das funktioniert. Ja. Das ist halt cool an dem Laser, wenn hier solche Winkel sind, kann man da gegenschießen und dann prallt der Schuss ab. Braucht man aber sehr selten nur. Zumindest in dem Game. Weil hier ist es jetzt zum Beispiel, dass man es benutzen kann. So, wieder runter und da hoch. Na, stirb. Doofes Viech. Da ist ja noch einer. So ein Waddle Dee ist auf der anderen Seite. Na, wieder zu früh oder zu spät. Eins von beiden. Das ist eh nicht so wichtig. Punkte sind nicht so wichtig. Ach, da ist die Arena. In der kann man, glaube ich, für Leben kämpfen. Ich glaube, irgendwie so war das. Der hat gar keine Sonne, gerade nicht mit dem Laser. Bis der bei mir ist, ist er tot. Richtiger Witz. Das war jetzt so der harte Kampf. Ich bin total überfordert. Aber Kirby ist auch nicht so schwer. Das ist eins von den relativ einfachen Retro-Games. Bis auf Dreamland 2, wenn man das auf 100% machen will, dann das hat es schon in sich. Was ist denn mit dem Schirm los? Ist das ein Homing Missile Schirm oder was? Was war das denn eben? Verfolgt er mich voll? Drei. Der schießt dreimal. Ach, okay. Ja, gib mal so einen Reifen. Ja, ich bin der härtere Reifen. Und da unten ist irgendwas. Kommen wir auch nur mit dem Reifen durch, das weiß ich noch. Uah. Jetzt hat mich diese Mistbiene hier getroffen. Weil solange man das Rad ist, ist man unbesiegbar, solange man in eine Richtung rollt. Ja, das stimmt. Also das Meta Knight Chip, das ist wirklich schwer. Das ist richtig krass. Das ist auch, wenn man zu zweit spielt, krass. Also ist nicht so... Na. So ist Rollen. Nicht da runter. Ja, ein bisschen sieht das aus wie Sonic, ja, wenn er sich so zusammenrollt. Eben konnte ich auch nicht mehr bremsen. Gib mal das Schirm. Ja, das Schirmchen. Na komm, Schirmchen, du willst mich doch eher angreifen. Weiß gar nicht, hier gibt es glaube ich auch keine Geheimgänge, so wie in Kirby 2.
meine, hier vorne sieht man es jetzt, dass da eine Tür sein muss. Die sieht einfach anders aus, das hier. Oh, da gibt es die Feuerballfähigkeit, die ist auch cool. Boah. Okay. Mich echt getroffen. Ach, die Jump-Fähigkeit. Ach, ich hab den dummen Beam gekriegt. Unlucky. Ich hab gehofft, ich krieg das UFO. Stattdessen krieg ich diese billige Beam-Fähigkeit. Ja, sind sie auch. Ah, shit. Boah, Glück gehabt. Ich hab mich nicht getroffen gerade. Ach ja, das Game ist witzig. Ja, und auch die Smash Brothers Fähigkeit, die gibt's da auch. Also da hat er praktisch alle Fähigkeiten, die er in Smash Brothers auch hat. Das ist auch ziemlich cool. Aber meine Lieblingsfähigkeit gibt's nur in Fun Pack. Den Jojo, den finde ich einfach so nice gemacht. Jojo ist cool. Ach. Paint Roller oder wie der heißt. Oder Roller Painter, irgendwie so. Weiß der. Hin. Oder will hier runter? Das war knapp. Boah, jetzt musst du springen oder was? Blöd, Mann. Ich sehe kurz vor Tod. Ach, jetzt muss er nochmal einen dicken machen oder was? Nee, das ist einfach nur, wie Phoenix das schon sagt, das ist nur der Unterschied zwischen PAL und NTSC. Weiß aber auch nicht mehr, in welcher Richtung das war. Ich glaube, die NTSC-Version heißt Funpack und die europäische Version heißt Superstars. Da ist auch so ein cooler Schatzjäger, so ein Schatzjäger-Level ist da drin. Das ist ziemlich geil gemacht. Boah, jetzt war ich zu langsam. Ach komm, ey. Dober Wecker hier. Gehst mir auf den Wecker. So, weg mit dir. Ach, da oben ist einer von den Switches. Ich weiß bloß nicht mehr, wofür die hier gut waren. Ich weiß nur, in Dreamland 2 braucht man so meistens, um an die Rainbow Shards ranzukommen. Ey. Der musste jetzt nochmal in mich rein kamikazen, ey. Das glaube ich ja nicht. Ach so, das ist hier in dem Game so, ja, okay. Das spielt ja weniger eine Rolle. Ey, manchmal hier. Warum kann der da nicht an der Schräge hoch? Stattdessen macht er hier so einen komischen Move, der mir nichts bringt. Ah, da gibt's einmal Full Life. Ja, damit, genau. Ja, genau, in Funpack kann man zu zweit spielen. Der Zweitspieler, der, also der Erstspieler bestimmt praktisch, was der zweite Spieler für eine Fähigkeit hat. Und kann ihn auch auflösen. Das geht auch. Also der Kirby kann den zweiten Spieler immer wieder auflösen einfach.
Oder er kann ihm auch einfach eine andere Fähigkeit geben, das geht auch. Und Leben kann er ihm abgeben. Aber das nur, wenn Kirby gerade selber Leben eingesammelt hat. Ja, genau. Wenn der zwei Spieler gerade am Sterben ist, schmeißt man ihm gerade eine neue Fähigkeit zu und dann ist er wieder voll da. Ja, genau. Weil wenn Kirby ihn praktisch zurückverwandelt, dann verwandelt er sich praktisch in das Item, aus dem der zweite entstanden ist, sozusagen. Ey, das gibt's doch nicht. Hat das Schwert so wenig Reichweite, dass mich dieser blöde Reifen trifft? Ist ja richtig kacke. Ach, der explodiert, der Reifen, deswegen. Der Reifen hier, auf der Area ist der richtig doof mit dem Schwert zu kriegen. Nervst, ey. Ja, ich weiß, ich bin gleich tot. Das Witzige ist auch, in Kirbys Fun Pack bekommt tatsächlich, wenn Kirby die Schwertfähigkeit hat, bekommt er die Mütze vom Link. Das ist ziemlich cool. Also zumindest sehr ähnlich sieht die aus. Man sieht auf jeden Fall, dass es an Link angelehnt ist, so wie er das Schwert hat. Das ist lustig. Oh, echt jetzt? Das ist halt echt... Hier ist das noch ein bisschen doof. Man kann, wenn man rennt, tatsächlich nicht so schnell den Atem benutzen, das Aufsaugen. Ja, genau, das nur bei Full HP, genau. Also Kirby's Fun Pack kann ich nur empfehlen. Da sind halt auch ein paar Minispiele dabei. Es ist einmal ein Level dabei, das ist ganz klassisch Kirby. Das ist auch das leichteste. Danach ist dieses, wo man die Schätze sammelt. Boah, echt jetzt? Ich hab gedacht, die hören jetzt mal langsam auf. Aber die machen das ziemlich lange, ihr dummen Mister. Oh. Oh, shit, so langsam. Ja, das geht so nicht. So nicht so leicht. Da schnell genug hinterher zu fallen. Oh. Ihn mag ich nicht so gerne. Der hat recht gemeine Angriffsmuster. Wow, genau das war so eins von den Sachen, wo man schnell reagieren muss. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh. Ich sehe nur noch einen Schwerthieb. Gib mir mal deine Fähigkeit, die ist nämlich auch geil. Der Backdrop. Ja, der Bugsy. Ja, Kirby's Ghost Trap ist auch nicht schlecht. Das ist halt ein Puzzle-Game, ist das. Bisschen ähnlich wie Tetris, aber doch ist doch was anderes. Also es hat zwar so ein bisschen dieses... Das hat zwar schon diesen Tetris-Faktor, aber es ist anders aufgebaut. Ah, ja, die Backdrop-Fähigkeit, die ist witzig. Die bringt einem, glaube ich, nur nichts gegen diese Zwischenbosse. Ich kann ihn natürlich auch nach hinten weghauen. Nach oben geht, glaube ich, auch. Ja. Und nach unten geht auch noch. Oder? Ja. Bei Kirby's Fun Pack gibt es diese Fähigkeit auch. Allerdings heißt die da nicht Backdrop, sondern da ist es Fighting einfach. Aber die ist auch geil, die Fähigkeit. Ja, ist halt ein Nintendo-Ding. Da muss man halt sagen. Ach, Suplex. Ja, genau so. Ja, bei mir ist das auch schon wieder lang her, dass ich die Games gespielt habe. Klasse. Ja, das sind ja auch Contra und Castlevania.
sind, soweit ich weiß, Konami und Mega Man ist auf jeden Fall Capcom. Die haben ja nichts mit Nintendo direkt am Hut. Und Kirby ist ja eigentlich von Hell Laboratories. Da hatten wir ja dem letzten Mal ein Gameboy-Spiel gespielt, das Trax, das mit dem kleinen Panzer. Das ist auch von Hell Laboratories. Ach, echt jetzt? Nerviger kleiner Kerl. Und da ist halt, das gibt's halt nicht für die Xbox. Ja, das Trax, das war ziemlich gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Game, ist das. High Jump, klasse. Keine so tolle Fähigkeit. Ja, sorry Leute, wenn ich mich manchmal so im Genick kratze, aber ich habe mir vorhin die Haare geschnitten. Und da juckt's manchmal ein bisschen wegen den blöden Haaren dann. Ja, da ist Beta Knight. Na. Boah, was? Der hält zwei Schläge aus. Mach ich euch so platt. Ihr geht mir auf den Keks. Ich fresse euch, wenn es sein muss. Ich verspeise euch einfach. Durch das an. Ich verdau euch. Ist eigentlich auch, weil alte Games, tatsächlich ist es so, die alten Games, da waren noch Limitationen, mit denen die Programmierer zu kämpfen haben. Das gibt's heute gar nicht mehr. Speicherlimitationen und sowas. Die Limitationen, die die heute haben, das ist ein Witz zu dem, was das damals war. So eine Game-Cartridge für ein NES, die sind winzig. Oh, das ist schwer. Quick Draw. Oh, mal sehen, ob ich da gut bin. Oh, ich war schlecht. Ui, war ich schlecht. 17 Sekunden. Boah, ich schaff's auch nicht, schneller zu reagieren. Ich bin ein richtiger Opa geworden hier. Oh, 15. Hi, hallo, alles gut bei dir? Boah, ey. Weil die werden immer schneller. Oh nein. Boah, hammerhart, ey, hammerhart. Ich hab gewusst, der letzte DDD kickt mich weg. Hardcore, hardcore. 11 Sekunden, das muss er sich mal geben. So, ich mach mal ganz kurz, machen wir mal einen Shoutout. Erstmal für die gute Tinny. Dann noch für den guten Hado. Dankeschön, Wiesel. Hat echt Spaß. Ah, Mann! Du bist echt wissend, gell? Komm her. Hab ich's richtig geschrieben? Ei, ei, ei. So viele Buchstaben. Komm her. Ah, so. Do. Ah, du so. Ach, ich muss das auch mal auf Deutsch wieder... um nichts zu danken. Ich muss das mal wieder auf Deutsch übersetzen. Announce, sie redet schon wieder so viel Englisch. Die Tinny, das ist immer witzig. Ja, könnt ihr auf jeden Fall auch immer mal reingucken. Ist der Chirusius eigentlich noch da? Mann! Oh, das war Mega Man X. Das haben wir hier im Stream ja auch schon mal durchgespielt. So. Ey. Der kleine Nervtöter. So. Ui. Ey. Jetzt geht's aber los hier. Ach, Mega Man X da. Hi, Chirusius. Da bist du ja.
Ja, kannst du mal noch einen Shoutout für Klotzkopf machen? Ich warne gleich schon mal vor, dass das laut werden könnte. Und auch für den guten Nackenlade und für Teefisch. Guck mal hier in die Cam. Freu dich mal. Guck mal hier. Guck mal, wir sind Freunde. Ach, mit dem guten Nacki sogar zusammen. Hier. Ich hatte Geburtstag. Happy Birthday! Nein, ich hatte Nacken. Boah. Nimm's doch einfach. Nacken, nimm es doch. Hier, bitteschön. Ich überreiche dir hiermit feierlich. Tschüss. Der ging ja noch. Der war ja human von der Lautstärke her. Ja, die Mega Man-Helme aus Stoff, ja. Da gibt's auch einen aus Metall, aber ich glaube, den kriegt man momentan nicht und der ist auch teuer. Was hat Nacki denn da gespielt? Was ist das denn gewesen? Hab ich gar nicht gesehen. Das war auch ein sehr kurzer Clip nur. Ja, Nacki und Klotzi sind auch momentan leider nicht so aktiv, aber das kommt bestimmt auch wieder. Was ist das denn? Ah, okay, da ist wohl der gute Fischi gerade in die Sonne gestürzt. Ja, normal. Ganz normal. Boah, ich dachte eben schon, mein Timing wäre schlecht, aber es hat noch geklappt. Yeah, der Hammer. Der Hammer ist auch gut bei dem Game. Der Hammer ist echt der Hammer. Auf die Glocke boxen hier. Ach, Elite Dangerous, okay. Hab ich noch gar nicht gespielt. Ich hab das Game auch nicht. Weiß nicht, da ist mein Interesse nie so drinne gewesen. Ich meine, mein All-Time-Favorite, jetzt war ich zu langsam. Klasse. Mein All-Time-Favorite Space Game, das kann ich leider nicht streamen. Da ist mein Rechner zu Louis dafür. Aber viel zu Louis dafür. Ah, okay. Space Engineers. Aber das, wie gesagt, da ist mein Rechner viel zu low dafür. Da brauche ich was ganz anderes. Space Engineers, sehr gutes Game. Allerdings, wie gesagt, braucht man einen monströsen Rechner. Ja, Freelancer könnte man eigentlich irgendwann mal gucken. Das habe ich auf jeden Fall. Genau, hier war das mit dem Light. Weil hier sind manchmal Türen versteckt in diesen Dingern. Okay, aber hier nicht. Ja, Space Engineers ist was bisschen einzigartigeres. Das ist im Endeffekt, spielt sich das so vom Game-Style her, ist das wie Minecraft, aber, also es ist per Voxel, also es ist voxelbasiert, aber wesentlich fortgeschrittener. Und das Krasse ist halt auch noch, das ist auf wissenschaftlichen Grundlagen, also man bewegt sich in Newtonmeter pro Sekunde. Die Steine haben eine genormte Größe. Es gibt Schwerkraftgeneratoren und solche Sachen. Es gibt Computerblöcke und. Das ist ziemlich schwierig, das Game. Ach, ich soll Eier fangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ach so, war das. Stimmt. Oh, shit. Das war schlecht. Ja, doch, das gibt's noch, Cherosius. Das gibt's noch. Freelancer können wir uns gerne irgendwann mal angucken, das ist nicht das Ding. Ich hatte nur nicht gedacht, dass das vielleicht mal jemanden interessieren könnte. Das Game ist ja auch schon älter. Uff.
Es gibt zwar noch Fans von Freelancer, aber leider hat das, das ist auch ein altes Microsoft Games Game. Also von Microsoft Game Studios. Und leider haben sie da nie einen zweiten Teil gemacht oder das mal mehr ausgebaut, das Game, weil das hat übelst viel Potenzial gehabt, aber leider war das immer so, das Kerbal Space Program habe ich auch. Das habe ich auch. Aber da bin ich, da denke ich mal auch, das wird wahrscheinlich zu langweilig sein. Weil das ist, bei Space Engineers ist auch so das Ding, das ist unglaublich langwierig und da das kein Ende hat praktisch, also spielt man das halt auch unendlich lang und das ist anders als Eve oder X. Weil das dann ähnlich wie in Minecraft, da gibt es ja eigentlich auch kein Ende. Da ist das Ende, was man sich setzt im Endeffekt. Selbst wenn man den Ender Dragon besiegt, ist ja im Endeffekt nicht Ende. Oh, da war's UFO. Ich will das UFO. Geh weg. Ich will das UFO. Das UFO ist viel zu geil. Yeah! Leider darf man das nicht behalten bis ans Levelende. Also nach dem Levelende ist es leider weg. Feuer! Das UFO ist einfach viel zu hardcore. Okay. Ja, also von als Sim-mäßig ist Space Engineers richtig krass an für sich. Es ist einfach die Engine da drinne, die ist so abgefahren gemacht, weil man kann alles machen. Und manches, was man da drinnen machen kann, dafür muss man auch ein bisschen was können. Also, wenn man zum Beispiel vollautomatische Drohnen oder sowas bauen will, ja, dann muss man anfangen zu überlegen, wie man sowas überhaupt bauen kann. Starfield kenne ich jetzt gar nicht, das sagt mir nichts. Prey ist geil, Prey ist auch mega gut. Ja, bei diesen, wenn Freelancer als MMO, da muss man halt immer gucken, ob man auch irgendwo einen gescheiten Host dafür findet. Das ist leider so ein Nachteil, den Space Engineers hat. Wenn man da einen Server aufmachen will, der Server, der muss so viel Power haben, dass da kann man nicht einfach irgendeinen billigen V-Root nehmen. Da muss schon was Saftiges dahinter sein. Mit viel RAM und auch viel Prozessorleistung. Das ist halt, Space Engineers zieht ordentlich. Ja, gucke ich mir mal an, was das ist. Es kommt jetzt auch im Sommer, kommt ein Game raus. Also wer auf Metroidvania und ein bisschen mehr, uns auch auf ein bisschen blutiger abfährt, da kommt Moonscars, heißt das, kommt raus. Das kommt diesen Sommer. Das sieht sehr, sehr gut aus, das Game. Bin ich auch mal gespannt, was das kosten wird, wenn es raus ist. Im Moment steht nämlich noch kein Preis da. Auf Steam. Ich habe auch noch ein paar andere sehr interessante Games, aber da weiß ich immer nicht so, dass, ob nur mich das interessiert oder ob das andere Leute interessiert, weil ich habe zum Beispiel Battle Brothers. Das ist ein super geiles Game, ist das. Das ist bloß übertrieben schwer und ich weiß nicht, ob das beim Zugucken so toll ist. Das ist halt so eine Sache. Weil bei dem Game versucht man eigentlich, so gut es geht, die Kämpfe erstmal zu avoiden, so gut man kann. Weil am Anfang Kämpfen so gefährlich sein kann. Da kann man schnell verlieren bei dem Game. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, das Moonscars. Ja, das hasse ich an den Poppy Brothers. Die springen einfach immer in einen rein. Durch die Krätze. Ah, muss das sein, dass du immer in mich reinspringst, du doofes Vieh, ey? Hier, nimm den und ich nimm dich. Ach, kann ich eh nicht mehr benutzen.
Ja, den modernen Teil habe ich mal beim College gespielt über den Game Pass. Aber, boah, ich muss sagen, die alten Teile waren besser. Die waren auch von der Ästhetik her besser. Aber frustig sind sie, die alten Teile. Also Battletoads gehört mit zu den frustigsten Games, die es überhaupt gibt. Aber da muss man auch dazu sagen, das hat halt auch wieder seinen Ursprung in der Arcade, also in den Arcade-Hallen gehabt. Und die Games sind halt konzipiert worden, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Naja, die sind alle richtig krass, sind die. Da ist wirklich auch keins dabei, was irgendwie leicht wäre. Die sind alle extrem heftig. Man muss sich übelst durchbeißen. Für den NES gibt es ja auch einen Battletoads-Teil, der ist auch saukrank schwer, ist der. Und gerade die Szene mit den Speederbikes, Alter, wie frustig kann ein Game sein? Ja, das ist auch schon hart, das ist bloß nicht so hart. Also das merkt man auch, wenn man das spielt. Das ist zwar immer noch krass, aber das ist nicht so krass wie die alten Battletoads-Teile. Na, boah, hier der Gegenwind ist ja lästig. Oh. Ich muss an dieser Kanone vorbei. Geh weg, schieß woanders hin. Ziel auf wen anders. Pro Tod 50 Cent, ja. Beziehungsweise 50 Pfennig waren das damals. 50 Pfennig oder manchmal sogar eine Mark. Kam immer auf das Game drauf an. Okay, der Gegenwind ist so stark, dass nicht mal der Stern das schafft, dagegen anzukommen. Weil das kam immer auf den Arcade-Automaten an, wie der eingestellt war. Manchmal 50 Pfennig für 2 Leben, eine Mark für 1-2 Leben, je nachdem. Und dann, was outstanding war, Nintendo hatte auch mal Spielautomaten, Arcade-Automaten. Der hieß 1:9, hieß der, also 1:9. Und da hat man keine Leben gekauft, sondern Spielzeit. Und man konnte zwischen 9 Spielen, konnte man sich eins aussuchen. Und man hat auch, solange man Spielzeit übrig gehabt hat, konnte man auch das Spiel wechseln. Da stammt übrigens auch Super Mario Bros., also das ganz, ganz alte mit dem, mit diesen, naja, da kommen oben aus den Röhren kommen die Gegner raus und man muss die von unten anstumpen. Das kommt daher, der erste Metroid-Teil ist von da. Tetris war da auch dabei. Donkey Kong hatte da auch, glaube ich, sein erstes Debüt da drauf. Das ist alles bloß schon so lange her. Ich habe dieses Ding genau einmal gesehen in meinem Leben. Boah, Mortal Kombat Arcade war bösartig. Weil man muss sich vorstellen, wenn man Mortal Kombat auf dem Super Nintendo spielt, dann, wenn man das auf Arcade-Niveau haben will, muss man es auf schwierigstem Schwierigkeitsgrad spielen. So war das auf der Arcade immer eingestellt. Da gab es kein Auswählen. Das war immer auf volle Pulle gestellt. Das hat man auch richtig krass gemerkt. Aber Mortal Kombat war gut. Auch die Street Fighter Arcaden, die waren geil. Das erste Street Fighter, das gibt's ja auch nur als Arcade. Deswegen für den Super Nintendo, das heißt ja Street Fighter 2, weil das tatsächlich, es ist der zweite Teil, den ersten gibt es überhaupt gar keine Konsolenumsetzung davon. Boah, shit, ich war zu langsam. Jetzt habe ich verloren. Ich bin so langsam gewesen.
Oh, gab's das für einen Amiga? Ich selber hab nie einen besessen. Das war immer so das Ding. Cousin hatte einen. Und mein Onkel, also nicht der Onkel von dem Cousin, aber mein anderer Onkel, der hatte einen Atari ST. Das ist im Endeffekt auch ein Dings. Das ist im Endeffekt auch ein Amiga-System, ist das. Nur eben halt von Atari. Uhr. Ach, das ist der mit seinem... Der hat auch schon wieder den Backdrop als Fähigkeit. Au, boah. Können wir den Stern nehmen? Boah, ist der schnell, der Junge. Das war eben ganz knapp Oberkante hier. Oberkante Unterlippe. Hat mich beinahe getroffen. Ach, der hat den Wurf. Ah, okay. Das könnte sein. Vielleicht ist es dabei. Ach ja, der Wurf, der ist schon besser als das andere. Wesentlich besser als der Backdrop. Weil die Gegner... Also, man muss immer gucken, wie die Sterne aussehen, wenn man was wirft oder wenn man Gegner wegspuckt. Wenn das aus den 3 Sternen besteht, ist es das Stärkste. Oh, beinahe. Mal gucken. Ich weiß halt nicht, was in dieser Collection drin ist. Keine Ahnung. Och, er muss natürlich jetzt hier sein, oder was? Ah, shit. Okay, könnte sein, dass der mich jetzt einmal platt macht. Ah, shit, jetzt kam ich nicht mehr an meinen Stern ran. Toll. Das ist auch mies, der greift relativ zeitnah an. Ah, das war's. Okay, naja dann. Ah, das brauche ich eigentlich auch nicht, die Arena. Die hätte ich jetzt nur gemacht, um die Tomate zu kriegen. Gut, die Eisfähigkeit ist auch nicht so schlecht. Juhu. Haben wir unser Leben wieder. Gehen wir mal die Schwertfähigkeit. Geh weg. Wo ich ja auch mal dran interessiert wäre, wäre das neue Tekken. Also ich muss ja sagen, Street Fighter hat sich nicht so gut weiterentwickelt wie Tekken. Tekken ist einiges besser inzwischen. Die neuen Versionen, die sind auch ihrer Erfolgsformel treu geblieben. Das bei Street Fighter und bei Mortal Kombat, ich weiß nicht. Die haben da halt viel geändert und das halt nicht mehr, wie es mal war. Bei Tekken sind sie einfach noch, das ist noch genau dasselbe Game wie früher. Weil du hast halt, bei den neuen Street Fightern ist es halt so, da sind diese Combo-Moves, die Counter-Moves und so dazugekommen. Und auch wie das Spiel im Generellen gespielt wird, ist was ganz anderes. Ja, nee, den Engine-Wechsel meine ich jetzt gar nicht, Hado. Ich meine tatsächlich vom Gameplay her. Da ging es jetzt rein, also was ich gemeint hatte, ging jetzt wirklich rein nur ums Gameplay. Weil da hat sich Mortal Kombat hat sich komplett, weiß nicht, komplett weird einfach. Weird, wie die das umgesetzt haben, gefällt mir überhaupt nicht mehr. Bei Street Fighter genauso. Das ist irgendwie ganz komisch umgesetzt. Ach shit, zu früh gesprungen. Da finde ich, Tekken hat sich da
ist da seiner Erfolgsformel vom Gameplay her treu geblieben. Das finde ich besser. Ich gucke mir auch öfter mal die World Championships an von Tekken. Die sind sehr interessant. Die von Mortal Kombat finde ich gar nicht mal so klasse. Oh, das hier nervt ganz schön, diese Stelle. Lass mich mal durch, komischen Stachelviecher da. So, was haben wir hier? Ja, Nummer 6. Weiter geht's. The Grape Garden. Der Traubengarten. Ah, die Viecher mag ich gar nicht. Die darf man bloß nicht versuchen einzusaugen. Danach werden sie nervtötend. Okay, ja, da hinten kriegen wir ja ein bisschen live. Das ist schön. Ja, die Drops, die Frame-Drops, die sind hart, aber das ist vollkommen normal. Das war auf der Originalkonsole genauso. So. Okay. Ja, jetzt kommst du natürlich und stürmst und gehst mir auf den Keks. War vollkommen klar. Die ganze Zeit hüpft er da vorne rum. Ich komme in die Nähe, auf einmal fängt er an rumzuspacken. So. Mach das hier schon wieder ohne Licht. Weil hier gibt es öfter mal Geheimgänge und so. Die sieht man aber leider nur, wenn man Licht hat. Aua. Sogar noch mal dann zurückgehen, wenn man die Vermutung hat, dass da irgendwas ist. Ja, ja, ich dachte es mir schon. Der Warpstar. Ja. Ihr doofen Viecher, was wollt ihr denn alle von mir? Ach, jetzt bin ich in den reingesprungen. Aber ich glaube, da ist sowieso nichts mehr. Also so geheimgangmäßig dürfte jetzt hier nichts mehr sein. Trotzdem nochmal Licht machen hier. Sieht alles so trostlos aus in Schwarz-Weiß. Okay. Geht das überhaupt damit oder braucht man da den Hammer dafür? Ah nee, das geht. Ich wusste noch, irgendwie war da was mit der Reihenfolge. Ja. Ach ja, die Musik ist so schön gechillt. Ach. Das Timing da genau drauf zu drücken, das ist so ein ganz, ganz kleines Fenster nur. Ah, passt ja. Ach, wen kriegen wir denn jetzt als Boss? Wen haben wir denn? Ach, Cracko. Ja, wer auch sonst bedenken können. Ach, stimmt. Wir müssen ja erstmal ganz nach oben. Wir können den ja so gar nicht angreifen. Das war ja bei dem Teil so. Bei den anderen ist es nicht so. Ist nur hier so, dass man erst ganz nach oben muss. Boah, die nerven die Gegner. Man hat eigentlich auch nur den Jump, weil man während dem Jump unbesiegbar ist, solange man blinkt. So, jetzt. Boah. Ich dachte ihm schon, er hat mich getroffen, aber durch den Jump bin ich ja kurz unbesiegbar. Dafür hat er mich jetzt erwischt. Cracko, ich komme. Ach, zu spät gedrückt hier. Ach, ich will nicht, dass du fliegst. Springen sollst du. Nicht fliegen. Du bist tot, das weißt du schon, ja?
So, dann haben wir das auch. Ja, Kirby ist auch, also ich kann auch nur empfehlen, also Kirby ist nicht schwer. Kirby's Adventure ist ziemlich leicht. Das ist genauso wie der Gameboy-Teil, der ist auch nicht schwer. Der Joghurthof. Joghurt-Yard. Oh. Kirby's Dream Course ist eigentlich so eins der wenigen Kirby-Games, die ich eigentlich gar nicht mag. Ist halt so extrem langweilig. Ist halt Kirby Golf. Hat auch einen Zweispieler-Modus, der lohnt sich halt kein bisschen. Ich will das. Schneller! Fall schneller, du dicker Knödel hier. Aua. Ich weiß gar nicht mehr, ist da unten was? Okay, ich glaube, da unten ist der Tod. Ist hier irgendwo noch eine Tür? Ah ja. Ich meine, bei manchen Sachen ist recht offensichtlich, dass man da nochmal nachgucken sollte. In Kirby's Dream Land 2 für den Gameboy muss man sehr, sehr genau nachgucken. Hi Shadow Knight, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Ach, das war der Eishauch. Der ist mir eigentlich auch lieber als das andere Ding. Ah, egal. Wer braucht das schon? Dilli dilli dilli. Ja, das ist doch gut. Ja, ich habe fast heute den ganzen Tag nur Haushalt gemacht. Bisschen Serie dabei geguckt. Hab Essen gekocht, gespült, Bad geputzt. Nur gesaugt habe ich heute noch nicht, das machen wir morgen. Ich meine, da wird es wahrscheinlich jetzt gleich heißen, nur sonntags saugen. Was sagen die Nachbarn dazu? Im Normalfall ist kein Thema, weil ich ja keine Stunden lang da rumsaugt. Das dauert ja höchstens 10 Minuten. Das stört hier normalerweise niemanden. Und ich mache das ja auch nicht jeden Sonntag. Ja, und Haare geschnitten habe ich mir halt. Also nicht mit einer Schere oder so. Ich habe dafür so ein Trimmer habe ich da dafür. Schneide ich mir dann immer damit die Haare. Es geht schnell und ich muss keinen Friseur bezahlen. Ist nur einmal Geld gekostet. Muss man halt nur üben, aber ich mache das schon seit Jahren. Mache ich das selber und dann geht das auch. Wow. Oh ja, da fahre ich aber auch drauf ab. Apfelstrudel, ey. Wie geil ist das denn? Da wäre ich auch voll dabei gewesen. Apfelstrudel ist schon mega sexy. Schön mit Dings drin, mit Rosinen. Fahre ich voll drauf ab. Ja, Apfelstrudel, das wäre auch mal wieder was. Ja, das war auch gut. Ich meine, Sahne hätte ich weggelassen, weil ich vertrag Schlagsahne nicht so doll. Aber das Eis, da wäre ich dabei gewesen. Stirbt man da? Ja. Dachte eben schon, da wäre irgendwas. Aber da ist nichts. Da ist nur der Tod. Ja, Vanilleeis passt da gut dazu, ja. Ansonsten gibt es ja normalerweise auch Vanillesoße zu Apfelstrudel. Das mag ich aber gar nicht mal so gerne. Da wäre mir Eis auch lieber. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Da wäre ich auch voll dabei gewesen.
Ja, mir wird da auch übel von Schlagsahne, also von Sprühsahne vor allem. Irgendwie, wenn ich sie selber schlag, geht's noch einigermaßen, aber ich vertrag's halt wirklich nicht so gut. Ich muss dann immer, ich lasse es lieber weg, nimm was anderes. Da wäre mir Vanilleeis auch lieber gewesen. Aber auf jeden Fall sehr geil, da hast du ja richtig gut gefeistet heute. Ich habe heute nur wieder Bolognese gekocht. Das reicht auch wieder für die nächsten 3 Tage. Wieso, was gab's denn Gutes, Phoenix? Boah, holy, wieso sind denn hier so viele von diesen Rädern? Ja, das ist auch ganz gut. Ich meine, auf den Rucola-Salat müsste ich auch verzichten, aber der Rest wäre ich voll dabei. Oh ja, da bin ich auch eher dabei. Also, Döner, ja. Ja, Mist, aber da bin ich auch eher. Lieber ein Dürüm beziehungsweise Lamachun statt ein Döner. Oder wenn es zur Auswahl ist, lieber sogar ein Börek. Börek mit Spinat und Schafskäse oder sowas. Boah, das ist so geil. Oder was auch gut geht, das gibt's auch, also das hole ich mir auch ab und zu mal, ist ein Pide. Das ist auch ziemlich gut. Alles klar, Hado. Ich wünsche dir was und danke dir, dass du reingeschaut hast. Mach ich. Ich halte die Ohren steif, halt du sie auch steif. Ja, klar, wenn man da Bock drauf hat, halt rein in die Figur damit. Bei mir ist auch öfters mal so, bei uns hier gibt es eine sehr, sehr gute Dönerpizza. Die hole ich mir auch meistens eher als einen Döner, weil bei Döner ist einfach so, ich vertrag das einfach auch vieles nicht, was da reinkommt. Was gibt's denn morgen Gutes bei dir, Shadow? Mach mir den Mund wässrig. Ich echt einen Sprung machen. Rennen, springen und dann. Boah, das war knapp. Okay. Das klingt auch ganz gut. Ich hatte auch die Woche, hatte ich einmal grobe Bratwürste. Die waren bei uns im Laden im Angebot. Da habe ich gleich mal ein halbes Kilo genommen. Die habe ich auch an einem Tag gefressen gehabt, ey. Ich bin voll reingefahren, die Dinger. Ja, und gestern und vorgestern gab es bei mir Spinat mit Nudeln. Weil Kartoffeln ist so ein Ding. Also erstens mal hasse ich Kartoffeln schälen, das geht mir so auf den Keks. Und dann ist es halt so, Ei mag ich nicht so gern zu Spinat. Irgendwie bin ich da nicht so der Fan von. Au. Deswegen habe ich mir Nudeln dazu gemacht. Oh, okay, krass. Ja, kannst du machen, Phoenix. Das ist ja im Endeffekt auch schon beschlossen, dass ich rumkomme. Also so zu X%. Kannst du ja nochmal mit Cheru reden, der weiß das genauer.
so im Mai rum. Bin ich, glaube ich, mal wieder in der Gegend. Wenn alles glatt läuft. Und dann kann man das machen. Dann kann ich mich um die Dings kümmern, während du das machst. Weil das war lecker beim letzten Mal. Also wäre ich voll dabei. Das war auf jeden Fall gut. Ja, genau. Ja, und eigentlich ist, wie gesagt, da ist auch schon was ausgemacht. Hä, entweder ist hier ein Grafikfehler, seht ihr das? Genau da an der Stelle dachte ich nämlich eben, da wäre eine geheime Tür. Deswegen bin ich nochmal da hoch. Ja, alles gut. Da kann man das auf jeden Fall machen, dann... Wenn das dann soweit ist, da kann ich mich ja dann diesmal ums Dessert kümmern. Ja gut, das ist halt, ja, das kann ein bisschen stressig sein. Das passt schon. So. Wow. Beinahe wäre ich da einfach abgestürzt. Ja, ja. Ach shit, den hätte ich mir holen müssen. Meh. Schon mal da rein, nochmal raus. Ich muss halt den hier holen. Ach shit, ich komme ja hier jetzt gar nicht durch. Okay, wir brauchen erst den Jumper. So, da sind wir durch. Das gegen die Wand. Hier Feuer. Anzünden. Und jetzt nichts wie rüber. Boah, da muss man echt schnell sein. Ich beinahe verpasst eben. Ja, von den Minigames gibt es ziemlich viele in dem Game. Ach, da wollte ich gar nicht rein. Der Bumerang ist dann für sich auch eine gute Fähigkeit. Weil der ist in den anderen Kirbys ist er besser. Weil der hat dann Nahkampfangriff, wenn man rennt. Das hat er hier nicht. Okay, warum nicht? Also ich mag ja kein Pepsi, das muss ich ja sagen, mir schmeckt das nicht. Ich bin auch froh, dass bei uns im Edeka den ihre Hausmarke, dass die Cola sehr nah der Coca-Cola schmeckt. Also ist klar nicht dasselbe, aber es ist nah dran. Ey. Shit, das war das Falsche. Das hier ist mein... Ich kann es vergessen, dass das ja der Feuerdings ist. So, du kannst mich mal, du blöder Löwe. Kaufstreik, okay. Wusste ich gar nicht. Interessant. Ja, gut. Ja, was so Energy Drinks angeht, außer Red Bull vertrage ich nichts. Und ich trinke das sowieso nur ganz, ganz selten mal. Jetzt so, alle zwei Wochen gibt's mal eine Dose oder so.
viel häufiger trinke ich das Zeug nicht mehr. Ich habe mich mal eine Zeit lang ein bisschen sehr stark davon ernährt. Das war nicht gut. Das habe ich auch ganz schön gemerkt, ey. Das war nicht gut. Und dann habe ich das abgestellt. Ich merke es halt bei mir immer am Morbus Crohn. Wenn ich irgendwas zu exzessiv zu mir nehme, was nicht gut ist, merke ich sofort am Bauch. Red Bull gehört dazu. Das war knapp. Huiuiui, immer ich gedacht, ich fall runter. Miam, 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 miam. Hä, was braucht man denn hier für eine Fähigkeit? Außer Stein, weil kann man doch gar nichts unter Wasser benutzen. Okay, Black Cat. Also es gibt noch eine Sache, die trinke ich ansonsten auch zwischendrin noch gerne, aber vertrage ich leider auch nicht gut. Das ist mit Acai-Kirsche. Boah, ich komme gerade nicht drauf, wie das Zeug heißt. Das hat irgend so... Das hat eine Nummer drin. Ach, ich komme nicht drauf gerade. Das will mein Brain mir gerade nicht ausspucken, wie das heißt. Also auf jeden Fall, na, schwarze Dose 28 oder so heißt das. Irgendwie so ähnlich. Irgendwie so in der Richtung heißt das. Ups, da wollte ich gar nicht rein. Klasse. Ach, das ist der Dude. Man, der ist nicht so schwer, man muss nur hinter ihm bleiben. Und nicht zu knapp und nicht zu weit hinter ihm. Na, das wäre beinahe schief gegangen. Weil hier leckt es auch ganz schön. Oh shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach. Zweimal nicht aufgepasst. Das ist nicht so schlimm. Ja, das geht alles. Alles klar, Crycox. Dann schlaf mal gut. Und dank dir, dass du da warst. Ich mache allerdings heute auch nicht so lange. Wie gesagt, ich bin ganz schön platt von der Hausarbeit. Mach mir dann heute auch eher noch einen gemütlichen dann. Na, na, na. Ach, da hätte ich eben aufhören sollen. Ich mache auch gerade Blödsinn. Ja, ich merke auch, meine Konzentration ist heute nicht so 100 pro. Ich habe im Endeffekt alles schon an Tomb Raider verpulvert. Oh, diesmal geht er gleich nach oben. Das finde ich aber nicht gut. Oh, ich hätte aufgepasst. Na gut, einmal treffen lassen ist nicht so wild. Nicht so schlimm, als wenn man runterfällt und man stirbt. Aber ich versuche mich dann heute auch ein bisschen auszuschlafen, dass wir morgen ein bisschen länger machen können. Ob es morgen schon direkt Dying Light gibt, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Ansonsten gibt's das am Dienstag. Ach, ja, stimmt. Das wundert mich, dass es bei dir nicht geht. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Ich könnte das jetzt starten, sofort loslegen. Hab das auch mit Yuri's Revenge. Ja, ich weiß auch nicht, den Fehler, den du da hast.
Den habe ich nur gesehen gehabt, wenn die Daten wenn die Daten nicht komplett sind. Uff. Also wenn irgendwas fehlt, dann kommt diese Fehlermeldung. Ansonsten habe ich das noch nie gesehen. Boah, ey, der geht mir gerade auf den Keks. Der ist ohne Waffe nervig, weil der so halber im Wasser drin ist. Und solange ich im Wasser bin, kann ich nur Luft spucken. Damit kann ich ihn aber nicht angreifen. Ja gut, das ist, wenn man die anderen CNC-Spiele hat, ist das natürlich kacke, wenn man dann so ein Ding kaufen soll. Also ich habe noch Command & Conquer 1 und 2. Also praktisch im Tiberium Konflikt ist ja der erste Teil eigentlich. Ich weiß nicht, warum sie den vierten oder fünften auch nochmal so genannt haben. Das war total blödsinnig. Dann habe ich Alarmstufe Rot, Tiberian Sun, also die, Alarmstufe Rot 2 mit Yuri's Revenge. Und irgendwo habe ich den Vierer noch rumliegen. Also er ist irgendwo in meiner CD-Tasche, ist der drinne. Aber ich muss sagen, seitdem Westwood das nicht mehr macht, seitdem sind die Games auch nicht mehr so dolle gewesen. Der vierte Teil, ich weiß auch nicht, der hat mir gar nicht mehr so gut gefallen. Tiberium Sun war noch richtig gut. Alarmstufe Rot 2 war schon fast grenzwertig. Das ist immer noch gut, aber es hat so... Im Multiplayer hat seine Stärken, aber im Einzelspieler seine Schwächen. Ja, Renegade ist auch geil, ja. Renegade hat aber leider einen versaubeutelten Multiplayer. Das hätte so gut sein können und sie haben es so in den Sand gepflanzt. Wahnsinn. Weil da fehlen ein paar Features. Das merkt man auch ganz genau, dass die drin sein sollten und sie haben es nicht noch mit reingekriegt. Und haben eher den Fokus auf den Singleplayer gelegt, was schwachsinnig war. Ja. Na, der Multiplayer war saugut von Renegade. Das war wirklich ätzend, was die da... Das ist so traurig, wenn man drüber nachdenkt, was da passiert ist. Dass die das einfach nicht haben fertig machen können. Wieder irgendwie unter Zeitdruck gestanden. Das hat man megamäßig gemerkt einfach. Den Singleplayer haben sie noch gut zu Ende gekriegt, aber der Multiplayer, der hat leider gelitten ohne Ende. Ja, und es gibt auch nicht nur einen Mod, sondern das Game wurde sogar nochmal nochmal komplett von Fans wieder aufgesetzt. Ach scheiße, ich weiß gar nicht, wie das heißt jetzt gerade. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Das ist aber dann auch online alles. Ich glaube, das heißt Renegade X, heißt das einfach nur. Verdammt gutes Ding. Also verdammt gut umgesetzt. Das ist auch genau das, was da fehlt einfach. Das Problem ist einfach nur, da sind so viele Cheater unterwegs, weil es keine Anti-Cheat-Engine gibt für das Ding. Verstehe sowieso, dass mit dem Rumgecheater ist, verstehe ich überhaupt nicht. Dieser Kack-Script-Kiddy-Kult da. Keine Zeile Code schreiben können, aber dann so tun, als wäre man der krasse Lead-Hacker, ey, weil man ein Programm benutzen kann, was jemand anderes geschrieben hat. Und auch nur, wenn man eine Anleitung dafür hat. Von ganz alleine kommt man da gar nicht drauf, wie das funktioniert. Ah, mir selbst wehgetan, super. Deswegen niemals Cheater Hacker nennen. Das ist für die viel zu hoch. Die meisten, die können gar nichts. Die können irgendwie, können die ein Programm runterladen und können einer Anleitung folgen. Super. Die wissen aber gar nicht, wie das funktioniert, der Cheat, oder wie man überhaupt einen Exploit ausarbeitet. Da haben die überhaupt gar keinen Plan davon. Ja, es ist halt echt, ey. Die Zeit... Naja. Ja, das Problem ist, bei manchen Games, First-Person-Shooter sind zum Beispiel sehr, sehr anfällig fürs Cheaten.
Das liegt einfach daran, wie First-Person-Shooter technisch funktionieren im Multiplayer. Das wird man nie 100% rauskriegen, dass es da möglich ist zu cheaten. Es ist trotzdem kacke, es nervt einfach. Im Singleplayer kann man ja so viel cheaten, wie man bockig ist, aber im Multiplayer ist das einfach nur nervtötend. Vor allen Dingen merkt doch eh jeder, dass das gecheatet ist. Das ist ja das Ding da dran. Die können ja nicht mal vorfaken, dass sie gut wären. Das ist, man merkt einfach, dass sie ein Programm benutzen und das Programm ist gut für die, ja. Das habe ich früher auch bei einigen MMORPGs gesehen. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Ganz komischer Kult ist das. Das mit der Cheaterei ist sowieso auch die letzte Zeit extrem, also wirklich extrem geworden. Weil das sind dann halt so Menschen, die sitzen dann da und kacken in den Games halt richtig rein. Und bevor die sich ein Video reinziehen, wie das Game funktionieren könnte oder sich Tipps holen, holen die sich einen Cheat. Ist halt auch so richtig echt jetzt. Und dann, wenn sie auf so einen treffen, der die halt die ganze Zeit platt macht, dann ist das der blöde No-Lifer und sowas. Ist halt richtig dumm ist das. Das ist dann der Tryharder und No-Lifer. Das ist dann denen ihr Argument dafür, warum die Cheats benutzen. Da kriege ich immer nur einen Hals bei sowas. Hä, was ist denn das für ein Quatsch? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ah. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja, und wie gesagt, es gibt halt ein paar Spielegenres, gerade die First-Person-Shooter. Da ist es einfach technisch nicht möglich, das so zu machen, dass Cheaten unmöglich wird. Das geht nicht. Das kann man, zum Glück geht das bei MOBAs nicht. Boah, Mann, wenn das bei MOBAs möglich wäre, halleluja. Da wäre League of Legends und Heroes of the Storm und Heroes of New World und Smite und so, das wären schon längst tote Spiele dann. Ich meine, bei Battlefield sieht man es immer am allerbesten, wie es nicht funktioniert. Egal ob Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, das ist total egal. Cheater trifft man alle. Alle 2, 3 Runden hast du einen drin. Und auch immer so schwachsinnige Cheats. Komplett unbesiegbar über die Linie, also über durch die Luft fliegen, teleportieren und was weiß ich nicht was. Total bekloppte Cheats auch noch, die richtig auffallen. Und wenn du die dann auch noch meldest, dann bewegt sich DICE nicht mal. Das ist einfach der größte Kack da dran. Oder EA, die bewegen sich da gar nicht. Und kaufen sich irgendwie ein Anti-Cheat-System für mehrere, ach was weiß ich, wie teuer sowas ist teilweise. Und das funktioniert gar nicht. Das ist immer so lustig bei sowas. Das klappt nicht mal. Da lassen die sich das komplette Game von ein paar Script-Kiddies niederreißen. Das ist halt echt armselig, ist das. Man muss mal überlegen, bei Counter-Strike. Bevor es bei Counter-Strike früher Punkbuster gab, gab es praktisch, gab es einen Clan, der sein eigenes Anti-Cheat-System aufgebaut hat. Und der Witz da dran ist, Punkbuster und viele andere Sachen wie BattleEye und Easy Anti-Cheat ist darauf aufgebaut. Also es funktioniert sehr, sehr ähnlich. Die Methode ist dieselbe, sozusagen. Das ist halt schon krass, wenn Clans damals hingehen mussten sich eigene Anti-Cheat-Systeme schreiben, weil die gängigen einfach absurd blödsinnig waren und nicht funktioniert haben. Da sind halt auch große Firmen teilweise dahinter gewesen und haben es nicht hingekriegt. Mega traurig sowas. Weil da müsste man mal denken, dass die aus dem Profisektor kommen. Die müssen normalerweise, müssen die das drauf haben. Da sind halt irgendwelche Homebrew, also irgendwelche Hobbyprogrammierer, die lassen die total alt aussehen. Das ist einfach nur witzig, ist das.
Mist, da unten komme ich so nicht dran. Bräuchte ich eine Fähigkeit. Gerade am überlegen, welche das... Ach, die... Jetzt weiß ich, welche ich bräuchte, um da dran zu kommen. Der Beam. Aber den kriege ich hier drinnen nicht. Den hätte ich vorher irgendwann mitnehmen müssen. Weil der kann weit genug durch den Boden schießen. Oder das UFO würde auch reichen. Na, wenigstens kann man das leben. So. Ui, 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 ganz knapp. Ey, willst denn du von mir? Oh, mein Schwert wieder. Boah, diesmal war ich zu nah an der Bombe dran. Weil die hat eine bestimmte Reichweite, in der die einen nur treffen kann. Ja, jetzt ist die nochmal da, klasse. Ach, da ist der Beam. Theoretisch könnte ich mir den jetzt holen, rückwärts gehen und die drei Leben holen, aber who cares, brauche ich nicht. Ah, hier hätte ich doch besser den Schirm mitgenommen. Na, genau deswegen, da hätte ich einfach hochfliegen können. Weil Kirby hält den Schirm sowieso über sich. Hole ich mir jetzt einen. Einen Schirm. So, danke. Ja, ich brauche halt wirklich keinen, nicht unbedingt. Gerade 17 Stück. Ich habe ja auch noch unglaublich viele von den Bonus-Stages da freigespielt. Ach komm, der dumme Tweety da erwischt er mich einfach. So. So. So, Leute, ich bin aber langsam mal platt für heute. Ich hoffe aber, das hat euch trotzdem gefallen. Ich meine, wir haben Tomb Raider fertig gespielt und noch ein bisschen Kirby gespielt. Ich guck mal, an wen ich euch weiterreichen kann. Ach, wisst ihr was? Ich schicke euch einfach zum guten Fischi gerade. Der ist, was spielt er denn gerade? Steht nur Retro und GBA Achievements Farm. Weiß auch nicht, wie lange er noch macht. Ach, der spielt gerade Castlevania. Area of Sorrow. Das ist bestimmt was für euch. So. Ja, ich bin heute wirklich nicht so Vollgas. Merkt ihr ja wahrscheinlich auch. Seid mir deswegen nicht böse. Seht mir das nach. Ich gucke dann auch mal, dass ich morgen ein bisschen besser ausgeschlafen bin, dass wir vielleicht mal ein bisschen länger machen. Aber ich danke euch, dass ihr so zahlreich da wart und hoffe, ihr hattet euren Spaß. Was es morgen gibt, lasst euch mal überraschen. Ich werde auf jeden Fall was raussuchen und wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und wir sehen uns auf jeden Fall. Bye, bye.